Moin moin ihr Lieben, es ist wieder Zeit, die Watch Dogs zu spielen. Wir sind natürlich wieder an diesem lieben, schönen kleinen Punkt hier angekommen, an dem wir sonst immer vorher schon gestartet haben. Und wir gucken, dass wir uns diesmal... Ey, das sind voll die Schrottkarren, die rumstehen. Wie lange ist denn der Weg bis zum nächsten Punkt? Hier drüben geht es mit der Kampagne weiter. Das heißt, wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg. Und wir müssen wohl hier so einen Rennstreifen-Mini-Car nehmen. Und gucken gleich mal, naja, Musik lieber aus, das ist ganz klar in diesem Sinne. Ja, er macht auf jeden Fall ein schönes Geräusch. Der pisst hier wieder gegen die Wand. Geschieht mir ganz recht, dass ich weggescheucht habe. Hervorragend gefahren. Der gute Gnadl sagt ja, mit einem Controller fährt man besser. Jetzt muss ich sagen, anscheinend haben sie mit einem kleinen Patch ein bisschen nachgebessert. Ich habe nämlich gestern mal ganz kurz eine... Upsa. Okay, so viel dazu. Nein, ich möchte keine Herausforderung annehmen. Ich möchte jetzt definitiv nicht gegen andere Spieler spielen. Ich möchte jetzt einfach hier rüber an diesem blöden Ding vorbei und irgendwie halbwegs sicher, ohne auch großartige Leute mitzunehmen, damit ich meine Reputation nicht noch weiter nach unten bringe, hier ankommen. Hi! Ja, da raucht das ganze Auto schon, ne? Rauchen verboten und so weiter. Na, dann kaufen wir mal ein. Was müssen wir denn einkaufen? Hey. Tools! Ich kann alles verkaufen. Ich kann verkaufen. Cool. Ja, Nachricht im Hintergrund zur Kugel. Also alles verkaufen bedeutet wahrscheinlich meistens Uhren und so weiter verkaufen. Oh ja. Der Diamantring. I'm rich. So, wir können auf jeden Fall chemische Komponenten. Okay, erstmal das da. Dann haben wir das schon mal voll. Dann kaufen wir das zweimal, dann haben wir es auch voll. Und das kaufen wir gleich komplett. Wir haben ja jetzt Kohle, wir sind ja reich. Bam. So, alles gekauft. Ja, ich bedanke mich ebenso und du willst nicht wissen, wofür ich das brauche. Herstellen, Tutorial ansehen. Nee. Warum? Ist doch einfach Tab-Taste runterdrücken. Und dann aussuchen. Hier so zum Beispiel, oben links, Blackout. E zur Herstellung... Fähigkeiten freistellen. Was ist denn das hier? Okay, vielleicht muss ich es doch irgendwie mal kurz anklicken. Irgendwie, ich würde gerne was herstellen. Fixaufträge 3, online Fortschritte, Fertigkeiten, Baum ist auch ganz interessant gleich mal wieder. Das ist so konsolenartig hier. Ich kriege immer einen Anfall, wenn ich hier reingehe. Ich mache das mit der Tastatur mittlerweile, sonst komme ich hier vorwärts. Mit der Maus kannst du knicken. Online Sessions, D-Sack, Bestenliste. Wir gucken mal kurz den Fertigkeitenbaum, wie Punkte ich habe. Fünf Punkte und ich habe noch keine Ja, dann mal ran da, Miranda. Okay, ich will erstmal gucken beim Hacken. Was haben wir denn da Neues? Hier haben wir zum Beispiel Gegner-Kommunikationsstören haben wir. Und dann ist es später bei Gegner-Kommunikationsstören. Die Fähigkeit von Gegnern Verstärkung zu rufen und deaktivieren. Das ist ganz praktisch, ja. Aber irgendwie auch uncool. Ich werde jetzt erstmal die Batterie erhöhen. So. Akku um einen Punkt erhöhen, weil ich habe schon mal gemerkt, dass mir das manchmal ausgeht. So, das ist schon mal ein guter Kompromiss. Dann Kampf. Wechseln geht dann irgendwann auf erhöhter Feuerfahrzeugschaden mit Schrotflinten, erhöhter Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen erhöht. Ruhigeres Ziel mit Scharfschützengewehren habe ich noch keine übrigen. Und höhere Genauigkeit mit dem Einsatz bei Automatikwaffen. Das ist ganz cool. Sprengstoffe. Sieht aus wie ein Polizeimützchen. Das hat was mit Sprengstoffen zu tun. Really? Also, okay. Polizisten sind also kleine, süße Terroristen in Wirklichkeit. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Verringert ihren Entdeckungsradius beim Sprinten. Das ist cool. Den nehmen wir mit. Die sind ein bisschen schleichender. Oh, das war ganz schön teuer. Dementsprechend haben wir keine Punkte mehr. Gut, wie kann ich jetzt irgendwo was herstellen? Na, kurz mal gucken. Fähigkeiten, Statistiken, Fortschritt. Nee, das ist auf jeden Fall nicht drin. Fortschritt, Fähigkeiten, Baum, D-Stack, Bestenliste, Online-App, Autoabrufe, fixe Aufträge, Sehenswürdigkeiten, bla bla bla, Herausforderungs. Alles irgendwie Blödsinn. Ich finde es seltsam. Ups, Entschuldigung, die Waffe wegschicken. Ich drücke jetzt die Tab-Taste runter und kann mit dem Mausrad ja hier entsprechend rumfummeln. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, um was herzustellen, müsste ich ja E drücken. Tut sich nichts. Hier kann ich es herstellen, sieht man ja auch. Also ich habe es noch nicht gelernt, deswegen wahrscheinlich. Okay. Das sind Gemcoms. Und das da sind... Moment, ich gehe doch mit der Maus mal rüber hier. Komme ich mich nicht mehr da drüben an. Ist auch ausgegraut, oder? Ja, kann ich auch noch nicht. Ein Fokusboost. Also kann ich nur die herstellen. Die Köder. Finde ich aber ganz cool. Köder sind ganz praktisch. Und die Gems sind auf jeden Fall auch super. Aber das kann ich eh nur 5 mittragen. Deswegen passt das schon.
Und ja, kommt von dem nochmal. Alle voll. Ups, Entschuldigung. So, sehr schön. Jetzt können wir die Quest gleich weiterverfolgen gehen. Du, wo ist denn? Versteckt drunter, richtig? Nee, falsch. Ich hab doch. Aber ich hatte doch. Jetzt bin ich jetzt ganz doof. Ach, da unten. Was ist das hier eigentlich? Das rote. Schaltet Bezirksverbindung frei. Später vielleicht. Jetzt erstmal dein. Das ist ganz schön weit. Also kann ich mal gucken, ob ich mit der Bahn vielleicht fahre. Die ist im Übrigen hier. Schnellreise. Entdecken Sie die Stadt mit der Hochbahn. Nutzen Sie Schnellreise zwischen den Stationen, um schnell voranzukommen. Nicht verfügbar, solange eine Mission oder eine Verfolgung im Gange ist. Ich würde sagen, rein da und probieren. Wir sind um die Bahn gefahren. Nein, oh, kann man nicht mal standardmäßig sagen, hey, Musik aus? Da fucking hell. So, die Bahn ist irgendwo vorne. Weg da, ich hab Vorfahrt. Nein! Sorry, Jungs. Es tut mir leid. Oh, nochmal über die Beine gefahren. Nein. Oh nein. Oh, scheiße. Ups. Entschuldigung. Das war die erste Fahrt mit dem Auto. Oh, das ist aber auch bescheuert, ey. Also selbst wenn ich mit dem Controller fahren würde, würde ich wahrscheinlich das hier alles immer anstellen. Bitte fahrt mit mir unbedingt Rennspiele. Das ist immer furchtbar amüsant. Ey, geil, selbst die Reifen sind umgeholzt worden. So, wo ist denn jetzt hier der Einstieg? Ich bin falsch gefahren. Ich bin in die falsche Richtung gefahren, nein. Ja, wir fahren halt in die Richtung. Eine Zwischenfahrt, die ist lustig. Eine Zwischenfahrt, die ist schön. Ich möchte jetzt nicht hier 20 Jahre. Das war nur ein Lackschaden. Das kriegst du wieder rausgedengelt. Ein bisschen Spucke, ein bisschen polieren. Und dann ist alles wieder gut. Ja. So, wir könnten mal Wetten abschließen, wenn ich das nächste Mal in ein Auto steige. Wie viele Sachen schaffe ich es, nicht anzufahren? Oh, fuck, schon wieder eine mitgenommen. Es tut mir leid. Ich fahre nur noch mit dem öffentlichen definitiv. Ich darf nicht mehr mit dem Auto fahren. Where the fuck? Ach, da. Ach, da lang. Aber das ist doch auf der Brücke. Warum schickt mich das dann auf die... Ach so, weil ich hier runterlaufen muss. Ach so. Okay. Station Paulsen. Ich möchte, glaube ich, auch in diese Richtung. Da kommt mich gerade die Bahn. Wait for me. Nein, nicht abfahren, nicht ab. Nicht ab. Scheiße, ich hab sie gehackt und sie ist abgefahren. So ein Dreck. Und mit was für ein Karacho? Holla die Waldfee. Jetzt muss ich auf die nächste warten. Gut. Was haben wir denn zwischendurch hier? Können wir mal ein bisschen gucken. Russell Wright hat vor kurzem ein Viceroy angezeigt? Kenn ich nicht. Okay. Dum-da-dum-da-dum. Munro Melanie haben wir hier. Das Coole ist, sie raucht sogar hier. Also, es ist der Herr, sie hat das Bein angezogen. Ist richtig schön gemacht. Viel Studien an Menschen genommen. Da kommt die nächste Bahn. Lies mal nicht auf dem Handy, liest Paper. Dings uns. Hat er kurz eine Panikattacke, die hatten wir öfter mal. So, lass mich mal hier rein hier. Hopp, geh auf. Wie im realen Leben. Geh auf, danke. Los geht's. Ja, Doors Closing. Wusch. Sehr cool. Oh oh. Online-Hacking. Auftrag akzeptieren? Nee. Jetzt nicht. I'm busy. Sieht man doch. Ein Verbrechen erkannt. Ja, ich bin gerade in der Bahn. Also wenn es nicht gerade hier in der Bahn ist. Was? Ja, kauft regelmäßig Pornos online. 37, Fleischverpacker. Würde ich dann auch machen. Mit dem Job. Hat Hausverbot im Kino. Auch nicht schlecht. Ja, es ist schon interessant zu sehen, was die an Profilen haben. Und unten liegt sogar eine Flasche rum, die kann ich nicht scannen. Bin ich jetzt da? Bin ich schon da? Ich bin in die falsche Richtung gefahren, oder? Ach, leck mich doch. Geh auf. Hallo? Ich will hier raus. Nicht weiterfahren. Ja. Lass mich mal raus hier. Rauslassen. Ach so, Schnellreise anklicken, damit ich jetzt sage, wo es hingehen soll oder was. Oh Mann. Ja, okay. Ich möchte ja da ein. So. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt mal eine Runde. Nee, ich muss natürlich angeben, wo ich hin will. Und dann kannst du einsteigen, wo du willst. Zack, da sind wir schon. Cool. Also insgesamt sehr nice. Ja, erstmal hier schön parkourtechnisch runter.
Und guck mal, hier ist schon ein Auto. Und jetzt haben wir die Wette abgeschlossen. Wie viele Sachen schaffe ich es nicht anzufahren? So, direkt erstmal muss ich anhalten. Also, ja. Zählt das schon? Das war jetzt angekratzt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zählt. So, ich muss da runter. Es ist aber auch eine Strecke bis dahin. Halt die Waldfee. Oh. Nein. Oh, der fährt sich aber echt. Oh. Als hätte er zu viel Erdnussbutter im Arsch. Nein. Nö. Ich glaube, die Ampel, das Licht braucht man nicht mehr da hinten, oder? Oh nein, muss nach vorne gucken beim Autofahren. Das hat man mir immer beigebracht. Immer beigebracht in der Schule. Guck nach vorne. Hände ans Lenkrad. Zu meiner Fahrprüfung war es damals auch sehr interessant, als ich eine scharfe Rechtskurve machen musste, den Berg hoch. Und das Ganze mit, was war es, glaube ich, 40 versucht habe. Man sah nur noch eine Hand drüber kommen zu mir und wahrscheinlich unter seinem, ja, bei seinem Sitz sind ja die Pedale als Fahrstuhllehrer. Kräftig in die Pedale gestiegen und rumreißen das Ganze. Das wäre sonst ganz schön übel ausgegangen. Ich wäre sonst auf der anderen Seite gelandet. Aber hey, er hat das ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Er ist ziemlich ruhig geblieben. Ich habe mich dafür entschuldigt und ansonsten war eigentlich alles gut. Ach ja, damals hat alles auch richtig Spaß gemacht. Das war cool. So, wir sind da. Hervorragend. Dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Ja, das weiß ich, dass sie dingsen kann. Ehrenamtlicher Rettungsschwimmer und du bist wegen Bagatelldiebstahl verhaftet. Das heißt, der erste Verbrecher ist direkt dahinter. Im Übrigen hier. Kann Verstärkung rufen. Jetzt gucken wir uns erstmal um, wo ich vielleicht noch rein kann. Das sind mir gerade ein bisschen zu viele Wachen. Hier geht es auf jeden Fall noch rein. Und da steht nämlich auch keiner. Deswegen gehen wir hier rein. Ja, Sperrgebiet. Ist ja eh nur einer unterwegs, wie es aussieht. Deswegen ist alles gut. Erstmal. So, schleichen uns hier wie ein Pro durch die Gegend. Ja, da ist das noch einer, definitiv. Ah, da oben ist noch ein, guck mal, da oben ist noch ein Sniper im Fenster hier oben. Ich mache jetzt erstmal da ein bisschen was auf. So. Wenn ich den von hier kriege, dann ist das natürlich nice. Ja, kriege ich von hier. Ah, die Mütze ist im Weg. Haben Trotz. Ja. Hab ihn. Kopfschuss. Sehr schön. Einmal ein bisschen Ruhe. Es ist immer lustig, dass es dafür keine Abzüge gibt. So, da hinten ist noch ein roter Strahl. Wo muss ich genau hin? Wo muss ich genau hin? Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Ah, das muss ich machen. Na dann. Profiler an. Ist an. Okay, ist ein zweit weg. Ich brauche dementsprechend mal wieder eine Kamera. Na gut. Laufen wir mal in Deckung. Die meisten sind oben. Das ist natürlich nicht so toll. Gucken, dass ich irgendwo eine Kamera finde. Zack, 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 zack. Komm. Lauf weiter. Aiden. Mr. Smith. Teeliebhaber. 77.800. Nicht schlecht, nicht schlecht, mein Freund. Ah, da oben ist eine Kamera. Zack, hab ich dich. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Noch mehr Kameras, das ist natürlich wichtig. Da ist ein Sniper. Moment, hast du vielleicht einen Zugangscode? Nein. Stell mal kurz die Kamera da drüben. Flup. Ha, Big Brother is watching you. Ablenken kann man den. Der hatte, wie gesagt, auch nichts. Unter mir sind irgendwo die Sniper gewesen. Ja, kriege ich nicht ganz rein wahrscheinlich mit der Kamera. Okay, brauche ich eine gegenüber nochmal. Machen wir eine. Da ist eine Kamera drüben. Okay, das ist nicht so praktisch. Das ist eine Plattform, die ich hoch und runter machen lassen kann. Das ist auch ziemlich cool. Ja, guck mal hier. Mhm. 88.900. Nicht schlecht. Und dafür, dass man den ganzen Tag rumsteht mit der Waffe, ist nicht schlecht. Und du? Sechssüchtig. 91.200. Alter, die Waldfee. Das hilft auch nicht. Da guckt er jetzt dann dementsprechend hin. Right. Das war bis jetzt nichts. Keiner hat einen Zugangscode. Vorteil ist dadurch, ich kann den natürlich auch erschießen, wenn ich es möchte. Da hinten sind bestimmt auch noch Wachen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie hinkommen. Also, Kamera hacken hier oben. Gucken wir nach vorne. Nee, die kann ich zoomen oder sie ist schon ausgesucht. Ja, sie ist schon ausgesucht, alles klar. Okay, also der Wachmann ganz vorne bringt uns auch nicht viel. Den hatte ich ja vorhin schon im Visier. Das heißt, ich muss hier gucken, dass ich hier definitiv durchkomme, ohne dass ich erwischt werde. Also, zack. Da kannst du mal in den Schnelldurchlauf gucken. Das hacken wir kurz hoch als Schutz. Laufen, 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 laufen.
Laufen, 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 laufen. Beweg dich, komm. Was machst du da? Beweg dich. Hinter mir sind momentan keine. Okay, hier bin ich also definitiv schon am Rand angekommen. Ich hätte gerade fast Rant gesagt im Übrigen. Dabei will ich doch gar nichts renten. Und rendern schon gar nicht. Da will ich eigentlich nicht hin. Ich will eigentlich dahin, genau. Da will ich hin. Ohne Kopf runter. So. Da hinten steht noch einer. Da haben wir auch eine Kamera bestimmt hier oben irgendwo, oder? Nicht? Anscheinend nicht. Problem ist, wenn ich in die Deckung hier gehe, sieht man mich wahrscheinlich. Ich will den da mal ausspionieren hier hinten. Den da, genau. Eine Kamera wäre ganz cool. Das ist eine Plattform. Ja, man kann sie bewegen. Das ist doch cool. Dann guck mal dich mal an, ob du Dingens hast. Ja, kann man noch nicht. Komm mal ein bisschen näher, komm ein bisschen näher. Die andere Plattform kann man übrigens auch drehen, das finde ich ganz praktisch. Ach, das ist, ist das eine Kläranlage hier? Das ist eine Kläranlage, wie es aussieht. Ja, nee. Kann ich noch irgendwas anderes hacken hier drüben? Nee, ne? Hack, Mac. Es ist faszinierend, wie viel Zeit für sowas drauf geht. Und ich keine einzige Kamera hier finde. Ganz schön mies. Okay, wohin läufst du jetzt? Du läufst... Sehr schön. Komm, 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 komm. Ich muss dich nur einmal kurz ein bisschen scannen können. Komm, mal ein bisschen. Da hab dich. Da drüben ist er. Gotcha, my friend. So, hacken Sie den Silos. Jetzt kann ich sie im Übrigen alle umbringen. Ich bin ja... Oh, komm schon. Schnell, 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 schnell. Zack und... Ups, jetzt hab ich es zweimal. Wo hab ich den hingeworfen? Fuck. Sonst irgendwie hingeworfen. Da bitte hin. So. Dann geht mal schöner hin. Hopp, hopp, hopp. Einer ist schon mal da. Das war's schon. Einer geht nur hin. Na gut, besser als gar keiner. What the fuck, man? Oh, what the fuck? Na gut. Nichts. Nein, nein. Ist doch alles okay. Ist doch alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Passiert doch überhaupt nichts hier. Ist nur ein Geist. Something isn't right. Ja, es liegen drei Leichen in der Gegend. Natürlich ist hier irgendwas nicht right. Oh, da hätte ich was draufschießen können. Schön. Da kommt noch was. Das Tolle ist... Bye bye, Baby. Ich kann nichts dafür. Das ist, das war keine Absicht. Ups. War ich das etwa? So, kurz mal gucken. Hier kann man direkt reinhacken. Machen wir schön. Mit der Kamera natürlich. Und sind hoffentlich in der Zwischenzeit in Sicherheit. Also, gibt es hier irgendein Alarmsystem? Nein, sieht nicht so aus. Dann wird es relativ easy. Ich hasse diese kleinen Minispiele. Aus welchem Spiel sind die schon mal entnommen worden? Also irgendwie gab es die auch schon mal. So, mittleres Stück ist gehackt. Und jetzt kann man das einfach so aufmachen. So. Und dann wahrscheinlich hier hinten nochmal kurz. So. Und dann haben wir dich gehackt. Jawohl, ja. So. Drin sind wir. Schwachstelle erkannt. Da drüben müssen wir hin. Das heißt, wir hacken erstmal alles, was wir können. Ein Leak gerade irgendwie. Auch nicht schlecht. Das auch noch. Ja, sieht fast so aus. Wow. In a romantic comedy, the elevator would break down and we'd fall in love. In a porn, we'd fuck like gorillas. If the elevator broke down, obviously. Come on, up top. No? Alright. Analyzing compatibility, 0%. Ja, sie romantisch und er sagt was von einem Porno. Hervorragend. Smooth, mein Bruder, smooth. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen an der Stelle und dann hacken wir uns direkt weiter. Bis dann. Ja, bis dann.